Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir auf dem Projekt auf der USADA. Ja, wie ihr seht, bin ich auch seit sehr langer Zeit nochmal mit Webcam unterwegs und ich denke mal, das wird sich in den nächsten Folgen und alles, was wahrscheinlich auch noch dazu kommt, werde ich dazu beibehalten. Ja, eine etwas schlechtere Nachricht für den einen oder anderen. Ich muss jetzt so ein paar Tage noch ohne Lenkrad wieder unterwegs sein, weil das kaputt gegangen ist. Ist eingeschickt worden, Garantiefall, bla bla bla, hin und her. Ja, aber ich denke mal, so nächste Woche oder so wird das wieder kommen. Oder ich habe ein neues. Abwarten, ne? Aber bis dahin wird er ja auch nicht so einen großen Abbruch tun, ne? Das nur mal so zum Lenkrad. Ja, was machen wir heute? Ich habe mir überlegt, wir werden jetzt mal unsere Biogasanlage noch ein bisschen was befüllen. Hier nebenan. Da werden wir unsere Silage reinknallen. Und dann werden wir noch auf unser Feld fahren. Lasst mich mal gerade mal gucken. Die 16. Die 16 werden wir jetzt mal noch ansäen. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht können wir dann auch mal noch einen Futtermischwagen mal uns noch holen. Müssen wir mal gucken. Aber das will ich mal gerade vorweg mal noch nachgucken. Ja, also, ach so, und hier, ich habe eine neue Schaufel mit draufgepackt. Die habe ich mir jetzt erstmal gemietet, weil ich die mal testen wollte. Und, zurückgeben? Nein. wäre jetzt blöd, wenn wir natürlich alles befüllen wollen, ne? Gut. Aber vielleicht werden wir uns noch einen Futtermischwagen noch mieten und dann werden wir mal so ein bisschen Futtermischration erstellen. Vielleicht gehen wir darauf auch noch ein bisschen was ein. Mal gucken. Ja. So, dann machen wir die mal voll. Dann schütten wir auch mal hier ein bisschen was rein. So. Hier können wir das natürlich alles reinfüllen. Ja, ein bisschen rauszoomen. Ist natürlich ungewohnt, wenn man jetzt längere Zeit nicht mit Lenkrad und Seitenkonsole gespielt hat. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja, meinen Platz so ein bisschen hier geändert in meiner kleinen, bescheidenen Wohnung. Ist noch nicht so richtig die finale Stellung, wo ich das alles, hups, wo ich das alles stehen haben möchte. Aber ich sag mal so, so ist es eigentlich aber auch schon ganz, ganz nett, ne? So, dann füllen wir jetzt noch. Komm, fahren wir jetzt noch dann einmal. Dann haben wir 4, 6, Moment, dann haben wir 2, 4, 6, 7, dann haben wir über 8000 Liter Silage jetzt gerade erstmal in der BGA drin. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen was mehr, weil ich eben auch schon mal ein, zwei Schaufeln da reingetan hatte. Aber wie gesagt, Leute, das alles hier mit der Schaufel reinfüllen, muss ich mal noch gucken. Also ob ich das die ganze Zeit machen wollen würde, hier mit der Schaufel alles. Ich könnte mir natürlich ein Förderband kaufen oder mieten und dann einfach alles in den Anhänger laden lassen und dann eine größere Menge, sage ich mal, immer wieder da hochfahren, ne? Das ist natürlich auch möglich. Muss ich mal gucken. Also, wie gesagt, hätte hier ist jetzt erstmal so ein bisschen Notbehelfen auf der einen Seite. Und dann kann man ja mal gucken, was die Zukunft hier auf dem Hof noch bringt, ne? Ja, wie gesagt, auch hier auf dem Hof, es sieht folgendermaßen aus. Und zwar ist ein Map-Update gekommen. Ist ja mal wieder so speziell für mich, das Ding.
Weil wer es kennt, wer das Projekt so ein bisschen schon von Anfang an verfolgt, der weiß, ist schon Map-Updates. Entweder es geht gnadenlos in der Hose und ich muss alles wieder neu machen, oder es geht gut. Aber in diesem Fall ist es gut gegangen, weil ich mir alles vorher durchgelesen habe. Ich brauchte keinen neuen Spielstand aufmachen oder anfangen, wie auch immer. Und habe mir aber trotz alledem die alte Karte mit der alten Version habe ich mir erstmal noch woanders hingespeichert und Sicherheitskopien erstellen ist ja eigentlich auch ein Muss, ne, von egal was man macht. Aber trotz alledem, es ist gut gegangen. Auch jetzt habe ich hier das Map-Update drauf. Wer sich fragt, was ist das für ein Map-Update, geht einfach mal bei ModHub drauf. Also entweder ist das sogar in-game, bei herunterladbare Inhalte und ModHub halt. Oder ihr geht bei dem Farming Simulator auf die offizielle Seite und da könnt ihr dann unter Mod dann auch auswählen, was ihr dann natürlich euch gönnen wollt an Mods und da ist auch die Map Osada drin. Muss dazu sagen, ich habe ja hier alles umgebaut. Ihr habt natürlich schon den Standardhof, den habt ihr natürlich da drauf, ne? Ist ja ganz klar. Aber ich bin auch mal gefragt worden, ob eventuell das Safe Game, was ich hier habe, ob das irgendwann mal von meiner Seite aus zum Download steht. Ich war eigentlich von der Idee sehr angetan und ich muss aber mal selber dann mich mal hinsetzen und zumindest mal die ganzen Gebäude, die ganzen Mods mal alles auflisten und machen und tun, so dass ihr auch am Ende des Tages dann diesen Spielstand genauso habt mit den ganzen Gebäuden, wie ich das habe. Und dazu auflisten, dass euch nicht noch irgendein Gebäude da fehlt, weil das ist ja natürlich dann auch immer ein bisschen was blöd, ne? Aber da werde ich mich so nach und nach mal dran setzen. Ganz versprechen kann ich es nicht. Also ich will noch kein Ja und kein Nein sagen. Ich versuche auf jeden Fall, es möglich zu machen. Aber absolut mit keiner Garantie. Deshalb habe ich das Projekt einfach mit dieser Idee zu spät angefangen zu planen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber gut, das erstmal dazu. So, Hittertfeld würde ich auch gerne mit Raps ansehen. Und da würde ich jetzt gerne den Helfer starten wollen. So, Feldposition, das wäre 16. So. Zielrichtung weiß ich bis heute nicht, ob man das unbedingt muss oder nicht. Nee, was macht er da jetzt? Was macht er da jetzt? Hallo? Hallo? Job abbrechen. Was ist denn nun los? Hallo? Ja. Ich weiß mal nicht, wo er hinfährt. Er fährt. Nee, was ist das denn jetzt hier? Habe ich irgendwas komplett falsch gedrückt? Leute. Was ist denn hier passiert? Vor allem, wenn ich Leertaste drücke. Er macht das nicht. Er bricht mir nicht ab. So, raus, rein. Abbrechen, macht er nicht. Helfer, nix. Leute, was habe ich jetzt gemacht? Der fährt mir jetzt auf einmal zum Shop. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Tja, totale Katastrophe. Aber so kann es ja mal gehen. Gut. Dann sehen wir gleich an. Lassen wir den mal gerade zum Shop fahren, warum auch immer.
Ich kann nichts anklicken. Ich weiß nicht. Naja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, aber ist ja nicht schlimm. Das lass mal einfach so drin. Weil das wäre, glaube ich, ein bisschen unfair, wenn ich jetzt da irgendwas rauscutten würde, rausschneiden würde. naja. Ich sag mal so, aha. Ja, aber. Dann kann es ja wirklich nur sein, dass ich wirklich Autodrive irgendwie aus irgendwelchen Gründen gestartet habe, dass der dahin gefahren ist. Kann ich mir gar nicht anders erklären. So. Dann machen wir jetzt mal wie folgt. So. Dann schicken wir den jetzt erstmal wieder zu Feld 16. Ja. Dann war es wirklich Autodrive und ich. Und ich, dumme Nuss, hab das mal wieder nicht gerade geschnallt und war daher ziemlich perplex. Gut. Unglaublich. Gut. Ja, wie ihr seht, haben wir auch wieder Honig. Dann machen wir jetzt eine Planänderung. Bitte verzeihtet mir, aber ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Dann müssen wir auf jeden Fall mal noch nachher Honig verkaufen. Komm, dann stellen wir mal hier ab. Und dann machen wir jetzt mal gerade noch schnell Folgendes. Achso, ich habe jetzt hier mal noch das alles. Was ist das denn? Warum steht denn hier ein Strauch? Ja, hier sind wir wieder heute bei einem Video. Der Fails und der Lacher. Passt natürlich auch jetzt, dass ich endlich mal mit Webcam hier bin. Unglaublich. Ach, nee. Ja, den muss ich noch irgendwie wegmachen. Auch den Baum muss ich noch wegmachen. Und den Baum muss ich noch wegmachen. Schön. Ach, nee. Gut. Ja, moin. Der fährt auf jeden Fall da auch schon mal vorbei. So, dann schicken wir Hidden hier aber jetzt mal. Den schicken wir jetzt mal zum Shop. Ach ja, Weg nicht gefunden. Dann fahren wir den auf die Straße. So, dann fährt er jetzt zum Shop. So, der John Deere, der fährt jetzt wohin? Der soll zu Feld 16 fahren. Oder? Der fährt jetzt hier rein. Fährt er hier hinten rum. Liebe Leute. Hier steht Feld 16. Ich will das mal angemerkt haben. Und hier ist Feld 16. Und hier ist der Shop. Dann sollte nach meinem Verständnis der hier runterfahren. Und die kürzeste Route, glaube ich, errechnen und hier hinten herfahren, bis er dann bei Feld 16 ankommt. Und nicht noch eine halbe Weltreise über die ganze Map machen und dann hier oben irgendeinen Feldweg fahren, dass er hier hinten rauskommt und hier hinten reinfährt. Ich kann mir vorstellen, dass es da einige Leute gibt, ich habe noch nie so gelacht. Ja. Guck mal einer an. So. Unglaublich. Ich fahr. Ich glaube, ich schmeiß Auto 3 wieder runter. Das ist doch nicht normal. Das ist doch unglaublich. Egal. So, wir werden uns jetzt mal gerade einen Futtermischwagen mieten. Bam bam bam. Wo haben wir einen? Futtermisch. Den wollte ich mir mal. So, brauchen wir jetzt gerade nicht. Den tun wir uns mal mieten.
Autodrive mache ich jetzt aus. Und dann fahren wir den jetzt mal. Ach, sieh an. Der John Deere ist beim Feld 16 angekommen. Darin gibt's. Gut, so, den haben wir jetzt angekuppelt. Schön. So. Jetzt klappt man den aus. Das will ich jetzt nochmal in Erfahrung bringen. Den stellen wir jetzt hier hin. Gehen auf Helfer. Sagen Job erstellen. Feldarbeit. Feldposition. Zielposition. So. Und sagen dann öffnen. Mach mir bitte 2 Vorgewände. So. Fährt rum, fährt rum, fährt hier rein, fährt nochmal rum. Und dann macht er. Gut. Schließen, schließen, schließen. So. Wo hat er seinen Startpunkt? Da vorne. So. Ich fahre nämlich immer gern noch so dahin. Manuell. Und dann gucke ich hier unten in der Leiste. Bei welchem Punkt der steht hier. Und 2. Und dann lassen wir den jetzt mal machen. So, er setzt an. pH-Wert Stickstoff stimmt. Unkraut wachsend. Gut. Das kann ja, weil ich brauche nicht walzen, weil ich ja den einen Mod noch mit drauf genommen habe. Saatbettrückfestigung. Gebt das auch im Mod-Hub übrigens. Dann könnt ihr euch nämlich, oder dann braucht ihr nicht immer wieder walzen, wer das nicht mag, sage ich mal, das Walzen, der kann das natürlich dann auch als Mod oder als Skript-Mod in dem Sinne sich mit draufpacken. Der hatte dann, sage ich mal, wie mit dem 19er. Ne? So. Dann fahren wir jetzt mal hier mit dem zum Stall und dann werden wir mal versuchen, den Futtermischwagen, also das Futtermischverhältnis, so zu bekommen, dass wir unser Mischfutter selber herstellen können. Ne? Ich habe ja auch schon mal gesagt, wir werden uns das Mischfutter direkt kaufen, kommt für uns billiger oder kommen wir billiger weg, aber ich glaube, wir werden das auch mal, wie gesagt, auch mal selber herstellen und Ich werde da auf jeden Fall was vorbereiten, sagen wir mal so. So. Den stellen wir jetzt mal hier hin. So, den stellen wir hier hin. Und lass mich gerade noch eine Sache mal nachgucken. So, Stroh haben wir, aber nur noch 3000 Liter. Ich sag mal so, zur Not könnte man sich statt noch dazu kaufen oder zumindest mal um da zu zeigen oder wir kaufen uns noch einen Ballen oder wie auch immer. So, Heu haben wir, Gras haben wir, Silage haben wir. So, und was brauchen wir hier für alles? Ja, Heu, Silage, Stroh und eventuell noch diesen, wie heißt es dann nochmal? Lass mich das auch noch gerade. Ich will euch nämlich nichts Falsches sagen. Dieses Mineralfutter könnten wir jetzt auch noch nehmen und das noch dazu mischen. Ne? Ja, wie gesagt, all das wird euch in der nächsten Folge erwarten. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet jetzt so mit der Cam. Ob ich das in Zukunft immer machen soll. Ob ihr sagt, oh cool, gefällt mir. Oder ob ihr sagt, nee, lasse lieber weg. Ja, auf der einen Seite auch eine kleine Entschuldigung, dass das so ein bisschen chaotisch jetzt heute war mit der Folge. Aber ich glaube, ich konnte euch ein bisschen was unterhalten. Ihr habt auch da mal live gesehen, wie das auch da mal bei mir läuft. Läuft auch nicht immer alles so rund. Und ja, lasst mir gerne noch einen Kommentar unten drin da.
Und sagt mir, wie ihr fandet und ob ihr das mit der Cam gut findet. Und ob ich eventuell die Cam vielleicht verschieben soll, woanders hin. Weil so ist sie ja von euch jetzt gesehen links. Oder ob die rechts hin soll oder sei es sonst was. Schreibt mir einfach mal unten rein, würde mich mal interessieren. Dankeschön für das Einschalten und ich sag bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschö.